war, der nicht. Ja, klar, ja. Mögen Sie denn überhaupt noch singen? Ja, ich singe die ja nicht, den singen die Leute ja meistens, also den Refrain auf alle Fälle. Von daher ist es das einfachste Lied zum Anfang für mich, so um reinzukommen, warm zu werden. Brauche ich mich nicht so zu konzentrieren. Das ist eigentlich mal ein sehr schöner Einstieg. Nein, ich meine, wenn man so große Hits hatte wie Nippel oder Mein Gott Walter oder Bodo mit dem Bagger oder so, dann sollte man eher dankbar sein, finde ich. Und das bin ich auch. Also von daher, und die Leute erwarten es einfach. Was, wenn ich in ein Konzert gehe von was weiß ich, wem auch immer, sagen wir mal Genesis oder so, dann will ich auch die alten Songs hören. Nicht alle, aber so die guten auf alle Fälle. Und das, denke ich mal, erwarten die Leute bei mir auch. Deshalb singe ich das auch immer gerne, weil es hilft auch wirklich, weil die Leute ja bei Mein Gott Walter auch den Refrain selber singen. Da habe ich dann mal Pause. Sie sind sehr komisch, Ihre Texte sind auch komisch und Sie kommen bei den Leuten gut an. Sprechen Sie den Menschen irgendwie aus der Seele? Naja, ich denke schon, dass ich natürlich, da ich da so Themen bearbeite, die mir selber persönlich auffallen und die eigentlich deshalb natürlich einmal auf der Straße liegen, im wahrsten Sinne des Wortes, also Bodo mit dem Bagger oder einer, der immer Unglück hat, wie Walter oder dieses Öffnen von allen möglichen Gegenständen, was nie klappt, das sind ja alles Themen, die jeder hat oder die jedem passieren und von daher können die Leute sich natürlich gut damit identifizieren. Sind Sie selbst im privaten Leben auch so humorvoll? Nicht ganz so schlimm, weil sonst wäre meine Frau nicht schon so lange mit mir verheiratet, denke ich mal. Also ich bin zwar eher ein optimistischer, fröhlicher Mensch, aber ich bin natürlich nicht so bekloppt, wie ich auf der Bühne rumspringe, weil dann hätte meine Frau wahrscheinlich irgendwie nach 5 Jahren spätestens gesagt, so jetzt entweder du beruhigst dich ein bisschen oder du verlässt dieses Haus. Also ich bin zu Hause schon ruhiger. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Familie? Das ist eigentlich das einzig Wichtige für mich oder das eigentlich Wichtige und auch einzig Wichtige. Von daher kommt erstmal eine Familie, dann kommt erstmal eine ganze Zeit gar nichts, dann kommt ein hoher Zaun und dann kommt irgendwann das Showgeschäft. Sie haben es eben gesagt und man hat es auch gemerkt, Sie bringen wahnsinnig viel Energie auf die Bühne und auf der Bühne mit. Wie haben Sie sich fit gemacht? Also ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und ich spiele Golf. Das klingt jetzt natürlich so nach so einem Altherrensport, aber Golf kann man auch wie alle anderen Sportarten so spielen, dass man damit dabei sich auch bewegt oder das sportlich betreiben. Man kann also zum Beispiel ein Golfloch mit 12 Schlägen spielen, man kann es aber auch versuchen mit 3 Schlägen zu spielen. Und ich bin eher in der Fraktion, die versucht, das mit 3 Schlägen zu spielen. Das heißt, ich bewege mich auch beim Golfspielen. Und von daher bin ich da immer an der frischen Luft und bewege mich noch ein bisschen. Das heißt, gehe spazieren, laufe immer so einen Ball hinterher, das ist alles sehr angenehm.